Hallo, Lenora. Hallo, Martin. I am Martin Rauch. I used to be an ordinary GDR Border Patrol guard until my aunt, HVA agent Lenora Rauch, had a brilliant idea in 1983. Es geht um einen wichtigen Posten. Im Westen. Was, im Westen? Ich mach das nicht. Es geht für euch nicht im Westen. And suddenly I was there, in the West. Wer sind Sie? Tobias Tischbier. And I was put to work. Intern führen wir dich unter dem Decknamen Kolibri. I learned how to do drop-offs, pick locks, take photos, Herr General. And make contacts. That's when it started. Herr General, General Jackson. My target. I completed my mission quickly. But then Lenora wouldn't let me go back to the GDR, as everyone was losing it over there. Die Amerikaner haben vor, uns anzugreifen. Und du musst rausfinden, wann. Nee, ich nicht. Ich muss zu Annette. Wir kriegen ein Baby. Und ich muss zu meiner Mutter. Ich kümmere mich um sie. Du bleibst hier. Was, wenn ich das nicht mache? Dann bin ich nicht sicher, ob ich deiner Mutter helfen kann. Menschen unter Kontrolle bringen! Da stehen sie drauf, hä? Becoming a spy against my will taught me... Ich bin drin. Das Paket ist angekommen. ...that this is a seriously ruthless business. Es gibt nur einen Laufstang. Wir werden es finden, wir werden es stopfen. But it wasn't all bad, of course. 83 was a pretty crazy year, and I started to enjoy my time in the West. Das ist ja der Wahnsinn! Größte Friedensdemo, die Deutschland je gesehen hat. Even some of my targets were alright. Like Linda, the secretary at NATO. Ich muss wohl nicht fragen, was Sie hier machen? Freiwilliges, ausgiebiges Flirten mit vielversprechender Reaktion Ihrerseits. Sie musste aus der Hand fressen. Heute wurde in Brüssel eine Wanze entdeckt. Linda! But somehow, the end result was always the same. Du bist der Spion. Scheiß Kommunist. Begraben Sie die Leiche, Kolibri. And then there was a fatal misunderstanding. Abel Archer. Was ist das genau, Abel Archer? Das ist doch eine Übung, oder nicht? Was soll es denn sonst sein? The East assumed the worst. Die NATO-Staaten bereiten sich vor auf Atomschlag gegen Sowjetunion. Wir spielen ein Kriegsspiel. Eine gute Tarnung für einen echten Krieg. Hier will keiner einen echten Krieg. Die Amerikaner haben nicht vor, uns zuerst anzugreifen. Dummes Geschwätz. Wenn noch nicht mal du mir glaubst, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ich muss sie warnen. Der Osten geht davon aus, dass Abel Archer ein echter Angriff ist. Sie sind der Maulwurf. Stamm, Sie sind vorläufig festgenommen. Now both sides took me for a traitor. Es geht um Kolibri. Er hat sich freiwillig enttarnt. Freiwillig? Heute? Bei dem Mist, der hier los ist? Even my pregnant girlfriend was turned by the HVA. Martin, was machst du hier? Annette, arbeitest du für die? Wieso gibt es zwei verschiedene NATO-Sicherheitsberichte? I had to risk everything in order to prevent the worst. Halt! Halt! Sie machen einen Riesenfehler. Meine Herren, es gibt keinen Angriff, glauben Sie mir. And that was how I prevented a nuclear war in 1983. And what was my reward for all that? 3 years of exile in Angola. I was stuck there until the GDR needed my help again in 1986. Die Schulden gegenüber dem Westen sind hoch. Wir brauchen harte Devisen, sonst sehe ich schwarz, Genossen. Komm mit mir nach Kapstadt, Martin. Unter einer Bedingung. Ich darf zu Max. Selbstverständlich. And then Lenora and I ended up dealing illegal weapons in Africa for the GDR. Moment, wir machen einen Deal zwischen Westdeutschland und Südafrika, zwischen unseren schlimmsten Feinden. Und du machst da mit? Oh yeah, that's Rose, by the way. A South African peace fighter. And my aunt's lover. Warum sollten wir nicht vom exzessiven Konsum des Westens profitieren? Oh la la. So viele Leute sehen immer nur das Negative in Südafrika. Da haben sie recht. Das ist eine Win-Win-Situation. Despite all those Secret Service tricks and our best efforts, arms dealing was playing with fire. Boom. Martin! Our trafficker Gary Banks turned us in. Drop the guns on the floor, put your hands above your heads now. Wir müssen alle Südafrika so schnell wie möglich verlassen. Du, wenn es bis
nicht länger wird, dann machen wir uns die Spreewald gucken wach. Sag mal, weißt du nicht, was hier los ist? Oh. Just the typical day in the life of a spy. Oh, fuck. Shit. Luckily, we managed to escape. Well, Lenora did. Seems blood isn't thicker than water. Kolibri ist verschollen. Ich muss davon ausgehen, dass er tot ist. Es tut mir furchtbar leid. How touching. The two people that got me into that mess were suddenly mourning for me. Back to Germany. The GDR was still broke. Naja, darf ich euch heute unsere Kollegin von der kommerziellen Koordinierung vorstellen? Des einen Schmutz, des anderen Schatz. Wenn die Studie beendet ist, dann zahlen wir 58.000 Mark. West. Patienten kosten uns normalerweise Geld. Jetzt verdienen sie es für uns. Zum Wohl. Dr. Tina Fischer, a family friend, wasn't playing it safe. Wie läuft denn die Studie? Einer meiner schwächsten Patienten hatte gestern Nacht einen Krampfanfall. Wie viele sollen denn Ihrer Meinung nach noch sterben? Ich habe gehört, dass du dir Sorgen um unsere Studie machst. Ich muss meine Bedenken äußern dürfen. Gegenüber dem Fortschritt? Dem Sozialismus? Also es läuft. Auf jeden Fall. Gut. Ich mache nicht mehr weiter. Ja, werden Sie nicht. Weil Sie jetzt nach Hause gehen, sofort. So the GDR became a dangerous place for the Fishers. Tina? Ingrid, wir wollen ausreisen. Ich habe Angst. Abgelehnt. I wanted to get out too. But from what? Where am I? Myself of Tripoli. In Libya? You're among friends, comrades in arms. Banks didn't want to leave empty-handed. It's not gonna come cheap. And put a high price on my freedom. Luckily, the winning bid came from an old acquaintance, Brigitte Winkelmann, who worked for the BND. Warst du jemals in Paris? My time as a double agent in the City of Love was actually pretty pleasant. Lass uns abhauen. Was? Wenn der Einsatz hier vorbei ist. Okay. Until the HVA came knocking at my door. Nina, du lebst? Nicht mehr lange anscheinend. I wanted to get back to East Berlin to be with my son, Max. I had to come up with a plan. Kann mir vielleicht irgendjemand sagen, was Kolibri in West-Berlin will? Ich komme zum BND, aber nur bis wir Max haben. Dann hauen wir zusammen an. Willkommen beim BND. Ihre Tante ist zurück in Ost-Berlin. Was für eine schöne Überraschung. Bringen Sie sie uns. Ich werde wiederkommen. Wenn nicht, werde ich dich töten. Weitergehen. I made it. Finally, I was back in the GDR. Willkommen zu Hause. Unfortunately, I was surrounded by chaos on all sides. There was my militant wife. Gibt es vielleicht familiäre Gründe, warum du hier bleiben willst? Max, irgendwann würde ich ihn schon gerne mal sehen, ja. Irgendwann ist gut. My boss, I mean my father, who was also Max's grandfather. Ich war im Westen. Ich möchte meinem Enkel einen Bären schenken. I forgot to mention that all came out into the open. Then there was Tina, who was devastated. Hey! Wo sind meine Töchter? Was hat Ihnen die DDR denn getan? Sagen Sie mir einfach nur, dass mit meinen Mädchen alles in Ordnung ist. Frau Fischer, natürlich ist nichts in Ordnung. Welches Kind wäre denn bitte unter diesen Umständen in Ordnung? And my desperate Aunt Lenora, of course. Sie wollten mich sprechen, Genosse Fuchs? Genossin Rauch, ich entziehe Ihnen die Reisesondererlaubnis. But they all came in very handy. Was wäre, wenn ich dich über die Grenze bringen kann? Was würdest du dafür machen? Alles. My plan was simple. Willst du jetzt das Kind entführen? Ganz genau das habe ich vor. But what would you do if your own son doesn't recognize you? Hey Max, keine Angst, ich bin dein Papa. Ist nicht dein Ernst. Ist das Schlimmste, wenn Eltern von ihren Kindern getrennt sind. Max? She was right about that. Kleine Planänderung. Wo ist er? Setz dich, Annette. Wir müssen reden. Ich habe was vor und dafür brauche ich deine Hilfe. To be with Max, I traded my freedom to free Tina's children. My aunt landed behind bars. Brigitte Winkelmann, was machen Sie hier? Ich lasse Sie verhaften. Wegkommen! And I had to leave the woman I loved. Wo ist Martin? Martin kommt nicht. At the end of the day, none of that mattered. Neither did the GDR's mounting debt. The main thing was, I was out of the Secret Service, finally united with Max, and had a quiet future ahead of me. Right?